Seit Oktober 2021 gibt es Veränderungen in der Leitung der Deutsch-Kasachischen Universität. Vorland Rommel wird künftig die Universität leiten. Er übernimmt das Präsidentamt von Gabriele Staune. Die Deutsch-Kasachische Universität in Almaty hat feierlich ihren Präsidentwechsel vollzogen. Einladung der Universität zum festlichen Empfang folgten Mitarbeiter und Studenten der Universität ebenso wie Partner und Freunde. Dass man dieser Wechsel Präsidenten und Rektoren an der DKU, das ist ein normales Prozess sozusagen, das ist üblich in der ganzen Welt, an allen Universitäten, an allen Hochschulen. An der DKU ist es was Besonderes, dass die Präsidenten werden immer wieder von der deutschen Seite da gewählt und die Rektorenposition wird von den einheimischen dann Dozenten besetzt. Und diese Kombination, sie widerspiegelt gerade den Namen der Deutsch-Kasachischen Universität. Von einer Seite ist Deutschland, von einer anderen Seite ist Kasachstan. Und ich kann nur wünschen, dass diese Kombination, dass Professor Dr. Rommel und die Frau Dr. Ajibayeva sich ein gutes Team bilden und dass sie auch die DKU weiterentwickeln würden. Und ich wünsche Ihnen in dem Fall sehr, sehr viel Erfolg. Bei der Veranstaltung hatte zunächst Gabriele Stauner die Möglichkeit zu einigen Abschiedsworten. Ich wünsche allen Mitarbeitern und Freunden der DKU alles Gute, viel Glück und Erfolg für die Zukunft, beruflich und privat. Ihr Nachfolger Vorrat Rommel sagte anschließend, er freue sich auf seine neue Aufgabe. Mein Name ist Vorrat Rommel, ich bin der neue Präsident der DKU seit dem 1. Oktober dieses Jahres. Ich bin das erste Mal in Kasachstan und das erste Mal in Almaty. Wegen Corona hat es sich so entwickelt, dass ich, als ich dann mich entschieden hat, hierher zu kommen und zum neuen Präsidenten gewählt worden bin, dass ich gar keine Möglichkeit hatte, mir mal vorab die DKU und Almaty anzugucken. Jetzt gefällt es mir hier sehr gut. Almaty ist eine sehr schöne Stadt, ist vor allen Dingen eine grüne Stadt. Mir gefällt an der DKU sehr natürlich das deutsche Profil. Das ist etwas ganz Besonderes hier in Kasachstan, dass die Studierenden auch deutschsprachige Studiengänge machen können mit Professoren aus Deutschland und dass sie innerhalb von 4 Jahren tatsächlich auch, wenn sie gut gehen, einen tatsächlich deutschen Abschluss machen können. Und natürlich habe ich Neues mit der DKU vor. Die DKU sollte noch mehr Studierende haben. Wir sind jetzt bei ungefähr 850 Studierenden insgesamt. Aber ich möchte gerne Pläne überlegen mit allen an der DKU, wie wir die DKU noch weiter wachsen lassen können. Weil wir sind eine sehr gute Universität und wir haben ein sehr gutes, attraktives Studienangebot. Und das sollte doch noch mehr Studierenden zugutekommen. Und wir werden uns neue Fächer überlegen, die für junge Menschen sehr interessant sind. Das ist ein Thema wie Logistik, werden wir mehr noch ausbauen. Wir werden das Thema Umwelt, Technologien, Klima und Wasser, dort werden wir noch mehr Studienangebote machen, also rund um Nachhaltigkeit und Ressourcen. Das wird ein großes Thema sein an der DKU und manches andere noch mehr. Die DAZ wünscht der Universität, ihren Mitarbeitern und dem neuen Präsidenten viel Erfolg, Vertrauen und Anerkennung.